Hallo Freunde der leichten Unterhaltung zu einem neuen Let's Play von Escape Simulator. Mit mir und der tanzenden Weltraumkartoffel. Hallo. Cool, ich freue mich. Das Spiel ist, glaube ich, echt lustig. Echt lustig. Und ich glaube, wir werden noch ein, zwei Mal dran verzweifeln. Und guck mal, ich sehe hier direkt auf der Fensterbank schon einen Token. Yeah, sammle ihn ein. Was soll ich denn einsammeln? Das Ding heißt Gehirnuntersuchung. Und ich habe hier natürlich einen Phrenologiekopf gleich gefunden. Den stelle ich uns mal hier hin, damit wir den näher untersuchen können. Ich habe hier auch ein Buch. Und einmal Goggles gefunden. Ich klappe mal das Buch auf. Oha. Ja, ganz viel Text. Ja, dann... Lege ich es mal wieder weg. Warte. Dann schmeißen wir es wieder weg. Dann schmeißen wir es wieder weg. Konnte man das nicht aufgeklappt wegnehmen? Nee, ich glaube nicht. Ach, schiet er auf. So, ich schmeiße es da wieder hin. Ein Stift, ein Füller. Ich will dem Phrenologie-Kopf den Zylinder aufsetzen. Das geht leider nicht. Okay, hier sind noch mehr Bücher. Mystery Edwin Drood. Ich guck mal alle Bücher durch. Und ich guck mal an, was wir hier haben. Wir haben ja einen Spiegel, den man bewegen kann, der jetzt runtergefallen ist. Okay, die Bücher haben im Endeffekt, das sind nur normale Textbücher. Vielleicht finden wir aber eins. Guck mal, hier steht eine 1 drauf, das ist anders. Ja, ich habe noch einen Token gefunden. Nee, ist nicht anders. Hier ist ein Rohrschachttest. Rohrschachttest finde ich gut. Oh, warte, den kann ich ja anhalten. Oder ich kann alle bewegen. Darunter steht die Frage, wissen Sie, wie spät es ist? Ja. Natürlich nicht. Nein. Ich habe einen Token gefunden, stand da gerade. Ich finde hier gerade Token. Ach so. Ich habe mal auf diesen Fragezeichenknopf geklickt. Da ist ein Hinweis drunter. Den wollen wir aber noch nicht lesen, oder? Ich muss das Buch 1 nehmen. So. Der Hinweis sagt mir, das ist so ein Dings. Ja, okay. Das Buch 1 aus dem Schrank nehmen. Okay, aber hier, wir sollten jetzt nicht mehr Hinweise nehmen, du. Ich weiß nicht, ob der Hinweis, ob das nicht gewollt ist. Ne, wenn du den Knopf drückst, kriegst du einen Hinweis. Das ist doch... Ach so. Ach so. Das ist eine Hilfe. Ah, guck mal, das wusste ich gar nicht. Das ist auch Buch 3. Buch 1 hatte ich hier irgendwo hingeschmissen. Da. Können wir mal Buch 1 näher untersuchen. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Aha. Warum auch immer wir Buch 1 nehmen sollten. Da steht nicht wirklich viel drin. Also ganz viel... Egal, ich nehme es mal erstmal. Einen Schlüssel gefunden. Eine Tintenflasche untersuche ich auch mal. Ah. Na? Zylinder habe ich hier unten drin gefunden. Ah. Und in dem Zylinder ist ein Token. Und dieses Zahlenschloss hier oben. Hier oben ist ein Zahlenschloss. Also hier sind zwei Zahlenschlösser. Ja. Vielleicht ist in dem Buch 1 irgendwo ein... Zahlencode versteckt. Genau, nimm das doch mal. 169, 170. So, jetzt steht hier ganz, ganz viel Text. Ich gucke da mal durch, ob ich da noch irgendwo Zahlen finde. Was steht denn da für Text? I say, luckily for us, he did not reach us. Also, das ist wirklich eine richtige Geschichte. Okay. I might almost say, luckily for himself, we had, und so weiter. Über zwei Seiten. Wenn ich das so durchlese, vor 8 Days on Forgotten, die Seitenzahlen könnte man höchstens verwenden, aber. So, die alte Zeitung. In der alten Zeitung ist was eingerahmt. Hinten. Okay, der erste. Das geht hier um die Uhrzeit, glaube ich. Wieso kann ich das jetzt nicht drehen? Wie kann man das drehen? Pass auf, ich schmeiß den nochmal hier hin. Die alte Zeitung. Da kannst du dir das auch mal angucken. Ich habe einen Tresor gefunden. Guck mal, wenn du dir die alte Zeitung hier mal anguckst, ne? Ja, ich nehme sie mir mal ganz kurz. Ja, ist nur verdreht. Wissen Sie, wie spät es ist? Das ist wahrscheinlich einer von den Codes. Also 1, 2, 3. Der untere zeigt... Fangen wir mit dem oberen an. Ja. Warte, ich pinne mir die mal eben hin. Der obere ist unten.
Der ist auch unten. Und der? Ja, der ist auf... Da sind zwei. Hm, das wird es nicht sein. Vielleicht brauchen wir noch so eine Uhr, die man mit hier ranhängen kann. Möglich. Gucken wir erstmal weiter. Ich leg die Zeitung erstmal wieder auf den Boden. Hast du gesehen, dass wir hier einen Tresor gefunden haben? Nee, war der noch nicht. Wo denn? Ja, ach, da. Wand. Vor dir. Schau an. Direkt vor mir. Also braucht auch einen Zahlencode. Okay. Er macht alles kaputt, finde ich gut. Oh, warte, die kann man einschalten, oder? Ja. Was bringt mir das, wenn ich sie einschalte? Gar nichts. Da ist auch nichts hinter. Können wir den Rohrschacht-Test. Ah, hier. Guck mal, hier sind Buch 2 und 4. Niemand wird mein Safe finden, steht hinter dem Rohrschacht-Test. Ja, das haben wir schon. Okay. Jetzt müssen wir bestimmt an den Kopf irgendwas machen, ne? Also ich guck mir erstmal dein Buch 1 an. Ah, da stand nicht wirklich viel. Oh, man kann hier in den Kopf reindrücken. Ich habe eins. Ja, ja. Dachte ich mir schon. Das ist, musst du wahrscheinlich auch einen Code eingeben. Mhm. Okay. Guck mir mal ein bisschen die Bücher an, die wir haben. Da klebt nichts drunter. Ja, da sind im Endeffekt sind da... Oh, was haben wir da oben noch? Scherben. Vasenstück. Ja, da habe ich Scherben runtergehauen. Okay. So. Buch. Da ist auch nichts drin. Buch 4 ist das. Buch 1. Buch 3. Okay. Also die Bücher sind alle die gleichen. Aber ja, da wird doch irgendwo ein Unterschied sein. Und daraus... Wahrscheinlich, ja. Also oben sind Bücher eingezeichnet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 nimm ein, wieder 7 und 4. Mhm. Kann man da nicht drauf drücken? Nee, scheinbar nein. Schade. Hier ist ein nasser Fleck. Was hast du gerade gemacht? Ich bin mit den Büchern noch zugange. Warum? Weil irgendwas gerade gewuscht hat? Nee. Gewuscht. Okay. Zerbrochenes Glas. Okay. Ja, die blauen Bücher sind alle die gleichen, genau. Also wir müssen auf jeden Fall mit den Büchern hier irgendwie... Die haben alle 25, 26. Die Bücher. Die blauen. Ne, ich habe ja diese Hinweisbücher auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die blauen auch noch irgendwie... Weiß ich nicht. Also, die haben alle nur Seite 25, 26, alle blauen Bücher. Und sonst nichts weiter. Ja, und alles die gleichen. Ja. Hab ich mal weggeschmissen. So. Bilder sagen auch nichts. Ein richtiges Chaos angerichtet. Ist schon mal gut, ne? Nehmen wir noch mal kurz die... Die Dings hier. Okay, Edgewood Attire. Oh, bringt aber nicht so viel. Nehmen wir noch mal kurz die Zeitung. Und guck sie mir noch mal an. Wie konnte man das noch mal anpinnen? Oben.
mit. Ach ja, stimmt, genau. Den Pin drücken. Den Pin drücken. So. Das heißt, die untere. Ach nee, die dritte ist. Es hat drei mögliche Einstellungen. Entweder müssen alle nach unten oder. Okay, das ist die zweite, das ist die dritte. So, wie spät ist es? 6 Uhr. Und dann muss ich was von abziehen oder was? Ich verstehe es nicht ganz. Oder sind das die Ziffern? Das weiß ich auch nicht. Kann das sein? Hashtag 2, Hashtag 3. Das Ding ist ja auch, das steht ja auf dem Kopf, ne? Ja. Okay, dann ist die in der Mitte die dritte nach Hashtag 3. Kann die hier nur so machen, naja. Muss ich die in einer gewissen Reihenfolge jetzt abspielen, oder was? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hm. Bringt so gut wie gar nichts, ne? Ich versuche auch noch Unterschiede hier bei den Büchern zu finden. Also, wenn die erste so zeigt, und das ist die zweite hier. Und das ist die dritte. Dann ist es 6 Uhr... Muss man das einfach addieren? Hm. Addieren wär auch doof, ne? Dann ist ja die Frage, was addiert man? Die ja, Minuten genau. Und die Stunden? Weiß ich auch nicht. So. Ja, wir brauchen also für den Safe einen Code. Und für die beiden Dinger hier auch. Und für beide Dinger auch, oh, genau. Warte mal, jetzt, wenn man sich das anguckt. Guck mal, an dem einen sind 4 Bücher abgebildet. Ja, genau. Ah, okay. Okay, das heißt, der Code wird wahrscheinlich irgendwie in diesen 4 Büchern drin sein. Genau, und an dem anderen ist IQ abgebildet. Und oben in den Büchern ist, jetzt habe ich eine Idee. Okay, mal gucken. Das hier ist Buch 1. Du kannst ja mal den Code eingeben, den ich dir sage. Ja. 4. Wie kommst du auf die 4? Das musst du mir jetzt noch erzählen. Oben sind Bücher abgebildet. Eine unterschiedliche Anzahl in jedem Buch. Ach. Im Buch 2 auch 4 Bücher. Mhm. Dann 7 in Buch 3. Mhm. Und im Buch 4 auch 7. 4477. Jo, genau. Haha. Und da sind jetzt Rorschach-Tests drin. Ich habe mir auch einen genommen. Oh, das sind Zahlen. 1 von 3 habe ich Rorschach-Test. Ich habe hier 3 von 3. Unruhige Träume. Gedruckt 1823. Hm. Okay. 1823. Und der dritte hängt hier unten noch. Warte, ich schmeiß die mal hier hin. Vergiss den Code diesmal nicht, steht er. Aber die Rorschach-Tests, das sind ja Zahlen, wenn du mal guckst. Ja. Warte, ich dreh den mal einmal. Ja. Das ist 5, 2, 9. 5, 2, 9. Ja. Das könnte dann der hier sein. Ja, mach mal. Probier mal aus. Ah. Nee, war er nicht. Was? Das würde ja aufgehen, ne? Er hat das wieder zurückgesetzt. Ja. 5, 2, 9. Ah, nee, hier, das ist Test 2. 5. Warte mal, ich hab mich verguckt. 2, 9, 5. Aha. 2, 9, 5. Yeah! Siehst du, so doof sind wir gar nicht. Hier ist eine Notiz drin, die gucke ich mir mal an. Ja, und ich habe... Die kann ich nicht aufklappen? Doch, da. Nee. Hä?
ist ein Notizblock, aber ich kriege den nicht aufgeklappt. Okay. Ist ja komisch. Doch, jetzt. Doch. Patientenbeurteilung. Eine phrenologische Untersuchung des Kopfes des Patienten ergab Folgendes. Der Patient verfügt über ein gutes Verständnis für Melodie und Sprache. Leider endet mein Lob an dieser Stelle. Der Geltungsdrang in Verbindung mit einem völligen Mangel an Nächstenliebe ist ein schlechtes Omen. Noch wichtiger ist, dass die Untersuchung auf eine kampfbereite Persönlichkeit mit der Angewohnheit zu destruktiven Verhalten schließen lässt. Okay. Siehst du das auch? Ja, ich kann mir das auch angucken, wenn du es in der Hand hast. Das ist ziemlich cool. Die Wörter sind ja dick geschrieben. Genau. Ist die Frage, was das heißt? Ich pinne mir den mal an. Was war denn da noch drin? Da war noch das hier drin. Kannst du das in meiner Hand sehen? Ja, ein Herzchen. Ein Herz. Ja, aber du müsstest das, glaube ich, genau. Ja. Und? Love. Ja. Ja, okay. Okay. Und sonst nichts? Nö, mehr nicht. Gut, hier steht was mit IQ, ne? An dem Teil. Und dann genau. Nehme ich mal an, hat das auch was mit dem... Entweder mit dem Kopf zu tun, oder... Warte mal, wenn wir... Du, das, was du angepinnt hast. Ja. Das waren doch so Sachen wie Mut oder so. Melodie, Sprache, oder Geltungsdrang, so. Mangel an Nächstenliebe, Kampfbereitschaft, destruktiv. Das sind ja aber alles Sachen, die irgendwie im Kopf sind. Und wir haben doch den Phrenologiekopf und da kann man das reindrücken. Ja. Also ist müssen die Frage, wir vielleicht in der Reihenfolge die Sachen reindrücken. Ja, die Frage ist jetzt, was ist denn was? Das steht vielleicht in irgendeinem Buch hier. Du meinst in den blauen Büchern? Mal gucken. Nee, die Bücher sind, glaube ich... Die blauen Bücher sind nur zur Verwirrung da, ne? Ich glaube auch. Aber vielleicht haben wir hier ja noch irgendwo was. Oder sind das hier die Zahlen hier oben, die wir in den Kopf reindrücken müssen? Welche Zahlen? Naja, 6, 3, 9. Ich kann es ja mal machen. 6, 3. Und warte mal. Ja, aber da ging es ja danach, dass man das auch in einer gewissen Reihenfolge macht, ne? Ja, ja, klar. Und das war ja in der... Zeitung war zuerst der obere, war der erste. Das wäre die 6. Wenn es das ist, ja, 6. Dann der, die unteren, das ist dann einmal 4 und einmal 8. 6, 4, 8, ja. Und jetzt 3 und 9, ne? Ne, warte, 3 und doch 9. Ja, ist nichts passiert. Nein, ne? Gut. Guck nochmal in so ein Buch. Ob hier irgendwas zu sehen ist. Nee. Das soll, glaube ich, nicht verwirren. So. Also, Melodie soll das erste sein. Wo ist der Kopf? Den habe ich in der Hand, den lege ich hier hin. Mhm. Gibt es da irgendwas, was man bei dem Kopf noch angucken kann? Nee, leider nicht. Okay. Schade. Wenn man jetzt wüsste, wo hier Melodie ist und wo hier... Genau. Das Hören ist im Gehirn und wo Sprache ist im Gehirn. Daran dachte ich auch, dass man das irgendwie in der Reihenfolge... Mhm. Und da würden ja sogar dann Zahlen bei rumkommen irgendwie. Genau. Toll, jetzt habe ich das Brett fallen lassen. Los, geh auf. Ich gucke mir mal die Zeitung an. Das muss ja irgendwas mit den Uhren noch zu tun zu haben, oder? Wissen Sie, wie spät es ist? 5:30 auf dem oberen. Auf den in der Mitte 3:15. Und auf dem anderen 8:20. Muss man das zusammenrechnen? Warte mal nochmal bitte.
Ich guck mir nochmal die Uhren eben an. Mhm. IQ. IQ. IQ, IQ, IQ. Ich sehe hier auch sonst nichts mehr hinter den Bildern oder sonst wo. Unter dem Stuhl noch. Nee. Irgendwie. Also das mit den Uhren finde ich auch sehr... Müssen die alle gleich tickend sein? Nee. Ja, das ist auch so meine Vermutung. Okay. Oh, warte nochmal. Also, nochmal versuchen. Nehme ich mal als erstes den. Ja, das hatte ich auch schon versucht. Das ging auch nicht, ne. Also 5:30. Wollen wir nochmal uns einen Hinweis holen? Ja, vorsichtshalber. Warum nicht? Unter dem Kissen... Ich lege das hier einmal hin, kannst du dir angucken. Unter dem Kissen, oder nee, die Zeitung. Und da ist dieses Uhrending, mit dem wir uns schon beschäftigt haben, umrunden. Mehr nicht, ne? Nee. Also, dass diese Uhren wichtig sind als nächstes. Ja. Die Frage ist, wie wichtig jetzt? Ja. Also, sie sind ja umrundet. Und ja, mit den Zahlen 1, 2, 3 versehen. Und der oberste, genau, das ist die 1. Der ist auf 5:30. Genau. Also 5:30 wäre 3. Macht aber keinen Sinn, oder? Das Problem ist auch, dass... Ich finde, das macht nicht so richtig Sinn. Nee, ne? Bin da auch ein bisschen raus. Also, er sagt nur Zeitung gucken und dann... Ja, aber du kannst sonst nochmal drauf drücken, dann kommt noch ein Hinweis. Meinst du? Mach doch mal. Dann haben wir alle Hinweise weg. Ja, super. Ja. Wir sollen drüber nachdenken, ne? Ja. Vielen Dank. Okay, in der Reihenfolge. 1, 2, 3. Also, ich weiß nicht. Vielleicht... Ich glaube, den Phrenologiekopf brauchen wir noch nicht. Da ist die Frage, ja. Wissen Sie, wie spät es ist? 5:30, 9:15 und 8:20. Viertel nach 9, Entschuldigung. Nee, 3:15. Na, jetzt sind sie aber, wenn, dann müssen sie ja eher im Takt schlagen und nicht so wild durcheinander.
sieht gut aus. Oh. Naja, so wirklich im Takt sind sie nicht, ne? Nee. Der obere und der untere ja, aber der in der Mitte nicht. Soll ich noch einen Hinweis holen? Also sie schlagen jetzt im Takt ungefähr. Ja, nützt ja nichts, ja. Ah, der... Ich leg das mal hier hin. Der bezieht sich auf irgendwie ein Buch oder eine Seite da irgendwie. Guck mal. Haben wir irgendwo ein Buch, das so aussieht? Wie? Mit irgendwelchen... Ah. Was haben wir noch gar nicht gefunden, oder? Nicht, dass ich wüsste. Oder haben wir das schon irgendwo zerschlagen, ohne darauf zu achten? Ich glaube nicht, dass es dann kaputt geht. Nee, glaube ich auch nicht. Ist das noch in der Zeitung? Irgendwas? Kann man die vielleicht noch aufklappen? Wo ist denn die Zeitung? Das frage ich mich auch gerade. Okay. Ja, die kann man aufklappen. Dann ist es auch richtig rum. Aber da ist nichts Neues bei rumgekommen. Okay. Also irgendwie... Pendelschloss erfunden. Es hat drei mögliche Einstellungen. Okay, die Uhr muss auf jeden Fall, die obere Uhr muss auf jeden Fall stehen. Nach oben in der Mitte. Wenn ich das richtig sehe. Zumindest nach diesem Hinweis. Du kannst ja mal angucken, was ich gerade in der Hand habe. Ja. Siehst du das? Genau. Guck mal, wir haben einmal die Uhren, das sind die Zeiger der Uhren hier. Das hier. Ach, weißt du was? Das ist total einfach. So, welche ist jetzt die zweite? Ach, die... Ja, jetzt weiß ich auch. Der darf nur bis oben und die andere nur bis zur Hälfte, ne? Ja. Nee, umgekehrt. Der untere... Ach so, okay. Oh, Mann. So, jetzt ist da das Bild drin. Leg das mal hier hin. Oder wir können es so angucken. An, genau. Welches passt nicht dazu bei Q1? Tiger, Schlange, Hund oder Schaf? Ja gut, also 2. Ich gebe schon mal die 2 hier ein. Oder genau. Aber da... Ja, obwohl, ja... 2, 32 und... Welcher Würfel passt zum Entfalten? Das ist der erste. Oder? Warte. Nee, stopp. Blödsinn. Der dritte. Ja. Oh, wir haben ein neues Buch. Wir haben ein Phrenologiebuch. Juhu! Guck mal, du kannst dir ja auch angucken, was ich in der Hand habe. Ja. Ah, und guck mal, jetzt haben wir auch die Talente und alles. Ja, sehr schön. Okay. Willst du drücken und ich sag dir, was es ist? Dann brauche ich nochmal den Holzblock. Und den Holzblock? Da, wo die... Ja, das kann ich dir sagen. Kann ich dir doch so sagen. Ja, aber du musst ja drücken. Melodie. Achso, hast du. Warte, ja, kommt gleich. Melodie. Es gibt musikalisches Talent, ist die 6. Die 6. Hat er. Die Sprache. 3. Die 3. Hat er. Geltungsdrang. 5. S. Hat er. Mangel an Nächstenliebe.
Es gibt nur Nächstenliebe, aber nicht Mangel. Warte. Ich nehme mal nur Nächstenliebe, weil da ist auch nichts, was... Nimm mal die 8. Kampfbereit. 9. Und destruktiv. Auch die 9. Also nochmal auf die 9 drücken? Ja. Passiert nichts. Okay. Also Kampfbereitschaft und Destruktivität ist 1. Es steht beides unter 9. Muss man dann die Nächstenliebe rausnehmen? Ja. Weil Mangel an Nächstenliebe. Dann was ist passiert? Jo, Schlüssel. Juhu. Ah. So, jetzt der Schlüssel. Wo gehört der rein? Ja, zur Tür wahrscheinlich. Wir sind raus. Wir sind raus. Hoffentlich. Oh, ich habe ihn fallen lassen. Oh, 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 oh. Haha. Tada. 5 Token haben wir gefunden und wir waren nicht in der Zeit. Oh ja. Mein Gott. Also. Das ist ja nicht so einfach, ne? Kann ja jeder kommen, ne? Was genau, außerdem war es Gehirn. Gehirnuntersuchung, Gehirn. Gehirn. Hast du halt bei den Uhren gesehen, nix Gehirn. Nix nee, Gehirn. Das war wirklich peinlich. Das war, ja, im Nachhinein. Ist aber völlig in Ordnung. Liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ein paar Spielekommentare und wenn ihr wollt, natürlich auch ein Abo. Bis dahin. Tschüss.